Hallo du. Ja, ganz genau du. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Kalugia. Du willst wissen, wer ich bin? Und auch, was ich so mache? Dann nimm dir kurz Zeit und schau dir diesen Trailer an. Viel Spaß dabei. Jetzt zu meinem ersten Projekt, die Sims 3 Dragon Valley. Ja, die Sims 3 ist ein Spiel, was ich absolut liebe. Darum habe ich dazu ein Let's Play gestartet. Hallihallo, meine lieben Freunde. Wieder einmal sind wir hier in Dragon Valley bei unserer bezaubernden Hexe Esmeralda, die mittendrin steckt in einer spannenden Ermittlung. Und zwar sind wir hier nämlich auf der Suche nach dem verschwundenen Mundwasser. Und wir glauben, dass der Familienvater das Mundwasser geklaut hat. Wir, also die Esmeralda und ich und ihr, wir gehen jetzt Bericht erstatten und wir haben jetzt hier schon Berufserfahrung erhalten. Und wir werden jetzt rausgeschmissen, oder was? Das glaube ich ja jetzt nicht. Hallo? Kannst du uns doch nicht einfach rausschmeißen, wo wir jetzt gerade dein Mundwasser gefunden haben? Und dann flitzen wir auf unserem Fliegeflitzebesen nach Hause und dann möchte sie eine Poolparty veranstalten? Ich glaube ja nicht. Wir wollten ein bisschen Alchemie recherchieren und dann können wir ja danach dann ein Elixier mischen. Ja, meine Freunde, ich möchte diese Aufnahme jetzt hier nicht so sehr in die Und Länge nun ziehen. zu meinem zweiten Projekt. Enchantia, die Rache der Phönixkönigin. Dies ist ein Wimmelbildspiel, welches total liebevoll gestaltet ist und absolut zum Dann lass uns Miträtseln mal hier einlädt. loslegen. Ich würde sagen, wir packen hier mal jetzt die Pferdestatuen drauf und dann werden wir auch gleich sehen, was hier passiert. Und wir haben aber Koordinaten für einen neuen Ort bekommen. Das bedeutet, wir können hier jetzt mit dem Kompass dahin reisen. Und zwar können wir zum Ambrosius-Palast gehen. Ja, und ich würde sagen, da gehen wir doch gleich mal One hin. of the most prosperous cities in Enchantia, Ambrose Palace was established a few hundred years ago as the humans' eastern capital city. It is famous for its open policy of welcoming all races to live and trade within the city. Was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir flicken zuerst mal den Käfig. So. Und dann gehen wir zum Kaninchen. Dann können wir ja das Kaninchen füttern. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Ach ja, du bist aber nett geworden. Was haben wir denn bekommen? Ein Schmetterlingsnetz. Ah ja, wir brauchen wahrscheinlich beides. Okay, jetzt ist er wieder nicht gut gelaunt. Dann gehen wir lieber schnell. Also, nochmal auf Anfang. Mein Name ist Kalugia und mein Kanal ist für Let's Plays gedacht. Ich freue mich, dass du hier bei mir gelandet bist und dir kurz Zeit genommen hast, meinen Trailer anzuschauen.